Und damit willkommen zu meinem allerersten Let's Play nach dem Neustart von Retro Dominic Gaming. Ja, wir spielen heute Metroid Zero Mission. Ja, ich habe übrigens einen PS4-Controller an meinem Emulator angeschlossen, damit wir endlich es in schönerer Spielart spielen können. Das ist mein erstes Let's Play nach dem Neustart von Metroid, nachdem mein Kanal neu gestartet wurde. Und ich würde sagen, wir beginnen auf normal. Und ja! Der Planet Zebes, einst in friedensvollen Zeiten, war meine Heimat. Lang bevor das Böse die Tunnelsysteme heimsuchte. Und endlich werde ich die Geschichte meiner ersten Schlacht erzählen, die hier stattfand. Meine Zero Mission. Samus Aran. Ja, und ich habe einiges zu erzählen. Na gut, einiges. Ein bisschen was. Und zwar, warum starte ich jetzt mit Metroid Zero Mission und nicht mit Super Metroid oder sowas? Weil Zero Mission ein Remake vom allerersten Metroid ist. Und ich einfach die Leute mit Metroid, ich wollte einfach, dass ihr mal seht, wie die Serie eigentlich angefangen hat. Also mit dem Remake. Da ich aber Metroid 1 nicht mag, das Original, spiele ich auch nicht das Original, sondern nur Zero Mission. Also zur Story im ersten Metroid. Ein, Notfall. Warum denke ich jetzt mal, dass es da weitergeht? Ein Notfall. Signal wurde abgesendet, da, dass wir hierher kommen sollten. Ja, wir sind hier im Sprintstar. Ich werde uns kurz was rausschneiden, warte kurz. So, und jetzt geht's weiter. Wir müssen dahin. Ja, wir sind im Sprintstar. Ein Gebiet von. Es gibt 4 oder 5 Gebiete in diesem Spiel. Und die werden wir alle erkunden. Wir gehen mal hier nach rechts und checken, was da ist. Eine Speicherstation. Ja, können wir machen. Ja, Entschuldigung. Ich werde übrigens Metroid Zero Mission nicht zu 100% spielen. Dazu kenne ich das Spiel. Ja, ich würde nicht sagen zu schlecht, aber ich kann das Spiel einfach nicht. Und ich habe davor immer nur ein Metroid gespielt. Und zwar Samus Returns für den 3DS. Und deswegen würde ich von mir auch nicht erwarten, dass ich dass ich irgendeine Ahnung hätte. Also, meine Nase juckt. Ganz juckt meine Nase, was ist da denn für ein Scheiß? Die Parts. Wie lang werden die Parts? Die werden 10 Minuten. 10 Minuten, ja. Alle Parts werden 10 Minuten vom Metroid Zero Mission. Und, das Spiel kam 2001 raus für den Game Boy Advance. Und war. Ja, ganz erfolgreich, könnte man sagen. Folge mit diesem Beam. Also, wir haben den Distance Beam erhalten. Feuern Sie mit diesem Beam weitreichende Schüsse ab. Mit L und B. Ja, kommen wir. Lass uns nochmal hochheilen, obwohl wir es gar nicht nötig haben. Abgehoben. Gut, ich werde die Parts übrigens auch jeden Tag einbringen. Übrigens, es kann sein, dass man das Klicken von meinem Controller hört, aber das ist einfach zu entwickeln, weil ich spiele das Spiel mit einem PlayStation 4 Controller und da ist die Steuerung ein bisschen anders als mit einem anderen Gamepad, würde ich mal sagen. Und ich zeige euch jetzt etwas Spezielles. Das zeige ich fast jedem Mal. Wenn ich dieses Spiel durchspiele, komme ich erst in diesen Raum. Und zwar da hinten ist der gute Relay. Und hier ist der gute Crate. Ja, und die zwei muss man besiegen, bevor man hier zum Endboss kann. Ja. Geil, ne? Auf jeden Fall. Ich weiß aber ein paar Items, deswegen. Und ach du Scheiße. Jetzt kommt dieser Verrückte. Wow, der war schnell besiegt. Wow. Und hier ist jetzt eine Chozo-Statue. Die Chozos haben. Also im Metroid ADM wurde ja ein bisschen was über die Geschichte erzählt. Und ich habe mir auch ein paar Metroid-Teile angeguckt. Ich versuche auch ein bisschen die Story euch zu erklären, so gut wie ich kann.
Also, früher war, also Samus ist ein Mensch, nur das Spiel, also Story ist so, die Erde gibt's nicht, oder wurde ausgerottet, und wo muss ich gerade nochmal hin, ach da, okay. So, ja, also die Erde wurde, also die Menschen wurden ausradiert, nur noch Samus ist übrig. Samus Eltern wurden gekillt, ich weiß nicht gerade von wem. Und so ist sie halt zur Galaktischen Föderation gekommen und hatte auch einen Vorgesetzten. Das werden wir aber in Metroid Fusion mehr erfahren. Dazu erzähle ich jetzt noch nichts, da werden wir nämlich in Metroid Fusion mehr erfahren. Ja. Okay, ich gucke gerne mal, wie viele Minuten wir schon haben. Weil manchmal, ich will ja auch das Video nicht zu lange machen, dass manche sich denken, oh Dummy, macht schon wieder so 500 Minuten lange Videos. Gib mir die Energiekugel. Hallo. So, jetzt habe ich insgesamt mehr Energie verloren, als ich dazu bekommen habe. Ich find's episch. Ach stimmt. Übrigens, Samus hat auch so einen komischen Sprung. Und zwar einen langen Sprung, einen kurzen Sprung. Und hier haben wir die Misty. Ja. Übrigens, in meinem allerersten Versuch, Zero Mission zu spielen, war es noch so, Da konnte ich manche Sachen nicht nutzen. Hier kommt man nicht weiter in den Morphballbomben. Ja. Und hier kommt jetzt der erste Wurm. Ja, Boom. Boom. Und erster Versuch des Wurms. Yay. Ich feiere es. Ich werde übrigens die Metroid-Serie, also Metroid Zero Mission, Super Metroid und Metroid Fusion alle hintereinander let's playen. Also sobald ich Metroid Zero Mission durchspiele, kommt schon das nächste und das Upgrade, was wir gerade bekommen haben, ist der Charge Beam. Damit lässt sich so einiges mehr anstellen. Und jetzt, wer sich gemerkt hat, die rote Tür gemerkt haben, wissen jetzt, wo ich hingehe. Weil die kann man jetzt mit die roten Türen kann man jetzt nämlich aufmachen. Also mit einer Missile. Okay, ich muss mich jetzt mal 20 draufballern. Ich nehme den Charge spielen, weil manchmal kann man damit auch Saltos vollführen, die Gegner besiegt. So, das hat man es gerade gesehen. Das wird gleich wichtig. Ich muss mir halt merken, was alles ich in der Aufnahme machen will. Also sonst könnte es ein bisschen schwierig werden mit diesem Spiel. Ich werde mich versuchen, das Spiel so gut wie es geht, am Stück zu spielen. Also die Parts werde ich alle hintereinander aufnehmen. Damit ich bloß nicht vergesse, wo ich hin muss. Es kann aber auch sein, dass manchmal ich Parts an anderen Tagen aufnehme. Ich will einfach immer so 2-3 Parts auf Vorrat haben, dass nicht, wenn ich mal irgendwas Unerwartetes kommt, dass ich wenn ich es mal zur Verfügung habe. Nein, ich will immer ein paar Parts haben, dass ich halt auf irgendwas machen kann. Und hier haben wir unseren allerersten Energy Tank. Cool. Also bevor jetzt manche sagen, aber Domi, du sprichst die ganze Energy Tank falsch aus. Jeder hat so seine eigene Aussprache, so wie bei Missile oder Missile. Ich sage Super Missile und Missile. Und hier gehen wir jetzt rein und hier habe ich meinen allerersten Part beendet gehabt. Ich habe nämlich diesen Part jetzt zum zweiten Mal aufgenommen, weil meine Aufnahme abgekracht ist und ich mir gedacht habe, ja moin. Aber jetzt sind wir schneller hier gelandet und können weitermachen. Egal. Wenigstens noch bis zur Speicherstation können wir kommen. Das Coole ist halt, na, da komme ich nicht hoch. Ja, geil. Yeah, hätte der Gegner mich jetzt nicht erwischt, wäre ich dann niemals hochkommen. Okay, ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle auch diesen Part. Ich mache Safe State. Und dann würde ich sagen, lasst diesem Kanal gerne ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und gebt diesem Video einen Daumen hoch. Und schreibt mir mal, ob ihr gehypt seid auf dieses Let's Play. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.